Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, daheim an den Bildschirmen. Hier ist wieder eine weitere Newcomer-TV-Folge, brandaktuell und mit ganz tollen Bands. Und zwar mit Bands, die wir in der Februar-Ausgabe aufgezeichnet haben in der Musikhalle Portstraße. Und wir beginnen mit einer Band aus Gelnhausen, nämlich die Blockhelden. Und das ist eine Formation, die sich um den Singer-Songwriter Gitarristen und Sänger Ole formiert hat. Eigentlich ist er alleine mit seiner Akustikgitarre unterwegs gewesen, viele, viele Jahre, und hat wunderbare Liebeslieder und sehr melodiereichen Pop zum Ausdruck gebracht. Und irgendwann hat er sich gedacht, ich brauche einfach mal eine fette Band, die das Ganze einfach mal so richtig rock'n'roll-technisch auf die Füße stellt. Und er hat die Jungs gefunden, wie gesagt, in Gelnhausen, weil die Band kommt aus Gelnhausen. Und ihr könnt euch jetzt freuen auf einen wunderbaren Auftritt, auf ein wunderbares Konzert von dieser Band im Rahmen der Newcomer-TV-Nächte aus der Musikhalle Portstraße. Viel Spaß! Eine Band habe ich euch hier auf die Sofa gesetzt, nämlich die Blockhelden aus Gelnhausen. Die bringen gleich hunderte von Fans mit. Die haben einen eigenen Bus gechartert. Wie ist euer Verhältnis, Ole? Das heißt, erst bevor ich Ole was frage, möchte ich euch die Jungs hier erstmal vorstellen. Das ist einmal der Ole, der Janis, der Julius, der Julian und der Alex. Herzlich willkommen zum Interview hier. Ja, also wie ist euer Verhältnis zu euren Fans? Werdet ihr von den Fans dominiert oder habt ihr eure Fans im Griff? Also ich würde sagen, noch haben wir unsere Fans im Griff. Es ist ein Geben und Nehmen. Es läuft noch alles ganz cool. Wir sind auch froh, dass wir jetzt ein paar Leute an den Start gebracht haben. Ein paar. Ist schon cool. Also es ist ja nicht gleich um die Ecke zu uns, ne? Es ist ja schon eine Stunde Fahrt. Von daher, coole Sache. So geiler Typ. Du stehst vorm Spiegel, doch du willst dich selbst nicht sehen. Alle vor! Hast große Pläne geschmiedet, die noch keinen Weg gewählt. Thank you.
Die Blockhelden aus Gelnhausen, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Hui, das war ganz cool. Ich verleihe ihn bei PA-Technik und der Ole hat sich bei mir immer Zeug ausgeliehen. Und ich habe irgendwann gefragt, warum er nicht mit einer Band auftritt. Und ja, er hat halt immer gesagt, er hat Probleme mit Leuten, was Zeit angeht und so. Und nachdem er das zweite Mal bei mir Zeug geholt hat, hat wieder gesagt, das funktioniert so mit den Leuten, habe ich gesagt, du kommst nächste Woche Mittwoch zu mir im Proberaum und wir jammen eine Runde. Ich habe direkt einen Bassisten mitgebracht, den Jules, der heute Gitarre spielt. Und Ole hat auch direkt einen Gitarristen mitgebracht. Wir haben drei Lieder, die er uns vorher gezeigt hat, direkt angefangen zu spielen. Und nach der ersten Probe, nach dem ersten Jam, sind drei Songs entstanden und wir haben gesagt, wir machen weiter. Ich habe es mir selbst nie leicht gemacht, hab nie auf andere gehört, hab ziemlich selten Nein gesagt, das hat meinen Zeitplan zerstört. Doch ich höre hiermit noch nicht auf, ich fang gerade erst richtig an, hab meine Seele noch nicht verkauft.
Ihr wisst ja, was für eine Wahnsinnskonkurrenz es so auf den Bandmusikmarkt gibt. Rechnet ihr euch das irgendwie aus oder habt ihr da Chancen, das Ganze auch irgendwann mal beruflich zu machen, dass ihr davon leben könnt mit dieser Band Blockhelden? Ja, also das Ziel ist es natürlich, na klar, also ich denke, jeder, der sagt, dass er nicht irgendwann mal davon leben will, ich denke, der lügt so ein bisschen. Ich glaube, es ist der Traum eines jeden Musikers, irgendwann davon wirklich leben zu können. Und wir arbeiten natürlich hart dafür, wie man sehen kann. Wir haben schon einige Gigs am Start und ja, es wird immer mehr. Wir merken, es geht voran. Alle haben Bock, alle ziehen mit. Na, zu viel versprochen. So viel zu den Blockhelden. Wirklich sympathische Jungs und einfach eine sehr eingängige Musik mit schönen Melodien und ja, viel Liebe zum Detail. Wenn ihr mehr von den Blockhelden wissen wollt, dann geht natürlich auf die Internetseite von den Blockhelden, weil da werdet ihr alles Wissenswerte von den Jungs erfahren, beziehungsweise auch, wann sie wo live spielen. Wir kommen jetzt zu einer Band, die wir, naja, was heißt wir, die ich schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube schon seit über 10 Jahren, kenne. Und die Band hat sich wirklich quer durch das hessische Land, quer durch die Bundesrepublik gespielt und auch war auch in Teilen von Europa zu Gast mit ihrer wunderbaren Musik. Sie machen eine Art Modern Rock, sehr frickelige Teile, sehr rotzig, sehr frech arrangiert und haben schon viele, viele Fans in ihrem Bandleben auf ihre Seite gebracht. Es gab eine kleine Pause vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht familiäre Gründe, wir wissen es nicht. Jetzt sind sie aber wieder da und wir freuen uns ganz, ganz besonders, euch diese Jungs präsentieren zu dürfen in unserer heutigen Sendung. Viel Spaß mit Inhuman aus Dreieich. Ich begrüße mit eurem Applaus natürlich daheim an den Bildschirmen die wunderbare Band Inhuman aus Dreieich und zwar den Jonas, den Christoph, den Sebastian und den Timo. Hallo Jungs. Hi. Schön euch hier zu haben. Schön, dass wir hier sein können. Inhuman ist für mich sowas immer viel davon gehört, sowas wie eine Legende. Ja, also ich habe euch ehrlich gesagt in den 16 Jahren, wo es euch gibt, ich glaube, euch gibt es 16 Jahren, leider noch nie live sehen dürfen, aber ich bin immer euren Fans begegnet oder einigen Fans begegnet und die waren immer komplett von der Rolle und da habe ich immer gedacht, wow, die muss ich unbedingt mal kennenlernen und jetzt lerne ich euch kennen und ihr seid so geil bodenständig. Wie kommt das? Ja, wir waren nie anders, glaube ich. Wir sind einfach, wie wir sind und das versuchen wir aufrechtzuerhalten und ich glaube, das mögen die Leute auch an uns, hoffe ich. Ja, und das versuchen wir heute Abend auch. We'll be right back.
Wir sind die Band im Human Ausreich. Schön, dass ihr da seid. Tut es mal einen Gefallen. Bei den anderen Bands hat es auch funktioniert. Du weißt es schon. Wunderbar. Füllt mal diese Lücke hier. Die macht so unpersönlich. Wir sind die letzte Band. Es gibt also nichts mehr zum Anheizen. Es gibt nur noch was zum Abstauben. Okay. Wollt ihr mit uns einmal die Kontrolle über euren Körper für 30 Minuten abgeben? Die könnt ihr nachher gerne wiederholen. Aber jetzt brauchen wir es nicht mehr. Alright, let's go. Let's go and lose control. Worum geht es in euren Texten, also worum geht es überhaupt in eurer Musik? Was versucht ihr euren Fans mitzuteilen? Musst du mich fragen. Von Song zu Song ist es ganz verschieden. Wir starten eigentlich meistens mit der Musik, das heißt die Musik besteht immer zuerst und der Text kommt als zweites. Das heißt, ich muss immer gucken, was macht die Musik mit mir? Welche Emotion wird da transportiert? Ist das ein Song über das große Überthema Liebe und Beziehungen oder ist es eher ein bisschen gesellschaftskritisch? Und da bin ich nicht festgefahren. Manchmal ist es auch einfach nur ein bisschen lustig. Manchmal ist es auch überhaupt keinen Sinn, aber es klingt schön. Also autobiografisch manchmal auch oder Fantasy? Gab es schon. Aber Comic? Nein. Aber interessante Idee. Yeah.
2018, was steht an? Also ich habe es jetzt schon so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört. Ihr seid praktisch am Songwriting machen, schon zum Teil am Aufnehmen. Das heißt, es kommt 2018 ein Album? Korrekt, ja. Und Herbst eher Sommer oder gibt es schon ein Datum, wann die Schwangerschaft aufgelöst wird? Ich denke, ab Herbst wird es spannend, ja. Also ab Herbst könnte das dann soweit sein, wenn es kein Frühchen wird, dann... Ja, und natürlich werden wir dann einen ordentlichen Tusch machen, wie Timo schon sagt, auf allen sozialen Kanälen und werden natürlich auch wieder mit einer Tour um die Ecke kommen und wieder viele Konzerte spielen, weil darum geht es im Wesentlichen. Ja. Wow, echt. Ich bin Fan von den Jungs, sympathische Boys, die eine ganz tolle, moderne Form von Rockmusik machen, nämlich Modern Rock. Und sie kommen aus Dreieich, wie ich vorhin schon sagte. Geht auf ihre Seite, liked sie und guckt sie euch an, wenn sie auf den vielen Bühnen dieser Region unterwegs sind. Ich möchte mich jetzt verabschieden, aber nicht bevor ich euch noch darauf aufmerksam mache, dass es nämlich eine weitere Newcomer-TV-Nacht geben wird. Und zwar live und in Farbe am 26. Oktober mit Corbion aus Offenbach, die mit einer Art Melodic Death Metal schockieren. Dann die Zementfabrik aus Gießen mit äußerst tanzbaren Indie-Rock und die wunderbaren Jungs von Apart From Us aus Frankfurt mit energiegeladenen Pop-Rock. Also am 26. Oktober ist nicht mehr lange hin. Kommt vorbei in die Musikhalle Portstraße nach Oberursel, dann können wir uns auch mal kennenlernen und vielleicht das eine oder andere alkoholfreie Bier zusammen trinken. Wir wissen es nicht. Aber bis dahin, macht's gut. Tschüss. Euer Seppel von Newcomer TV und Virus Musik Radio. Ciao.